Komm, du Geist der Heiligkeit, Komm, komm, du du Geist Geist des des Lichtes, Lichtes, komm, komm, Geist Geist des der Treue. Feuers, komm, entzünde uns. Yes, my dear friends, welcome to this series of teaching on Catechism of the Catholic Church. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch heute zu einer neuen Serie von Katechismus der katholischen Kirche, KKK. We are all already filled with the Holy Spirit on this feast of Pentecost. Wir alle sind erfüllt worden durch den Heiligen Geist in diesen Pfingsttagen. We know that it is the Pentecost which was the beginning of the church. Wir wissen, dass die Kirche begonnen hat am Pfingstfest. And so, beginning of church means beginning of a faith. Beginn der Kirche heißt gleichzeitig Beginn des Glaubens. That God gave us the faith through Jesus Christ and through Holy Spirit. Denn Gott hat uns den Glauben geschenkt durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. And that is such a huge mystery. We need to learn this. Das ist so ein großes Geheimnis, da gibt es viel zu lernen. So at the end of Matthew's Gospel, Jesus said, go and make disciples of all nations and teach them to obey what I commanded you. Am Ende vom Matthäus-Evangelium hören wir, dass Jesus die Jünger aussendet mit den Worten, geht und lehrt alle Völker, macht alle zu Aposteln, zu Jüngern und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gelehrt habe. Yes. So it's very important that we as disciples of Jesus must learn what Jesus taught us. Wir als Jünger von Jesus, wir müssen lernen, was Jesus uns gelehrt hat. We all know a historical event happened in our Holy Catholic Church was the Second Vatican Council. Ein großes historisches oder ein, das größte historische Ereignis in der katholischen Kirche war das Zweite Vatikanische Konzil. It was a beautiful renewal led by the Holy Spirit. Es war eine wunderbare Erneuerung, die geführt worden ist durch den Heiligen Geist. When the Holy Spirit gave this inspiration to Pope John 23rd, his companion or his house cardinals and bishops had a little doubt. Als der Papst Johannes Paul der 23. dieses Konzil angekündigt hatte, da hatten seine Kardinäle große Befürchtungen, große Zweifel. And one day Pope called them into his room and called the cardinals and bishops near to a window in a cold winter time, and he suddenly asked them to open the window, and the fresh air came in. Der Papst hat die Bischöfe und die Kardinäle einbestellt zu sich in seinen Papstpalast. Es war in einer kalten Winterzeit und da hat er sie geheißen, die Fenster im Raum zu öffnen. Und sofort kam ein kalter, frischer Wind herein. And then the Pope said, this is what I need, a fresh air in the church. Und damit wollte er der Papst den Kardinälen und Bischöfen klar machen, das ist das, was wir brauchen, ein frischer Wind in der Kirche. So, after the Vatican Council, which was nearly 3 years, more than 3,000 bishops and very, very learned personalities gathered together and prayed and brought a lot of new documents.
Und nach diesem, und das Zweite Vatikanische Konzil hat 3 Jahre lang gedauert. In diesen 3 Jahren haben über 3000 Bischöfe und Theologen und Gelehrte der Kirche miteinander gearbeitet und diskutiert, was in der Kirche erneuert werden sollte. And after 20 years of the Vatican Council, Pope John Paul II called a synod of bishops to recognize the good things and thank God for the good things done through the council. Und wiederum nach 20 Jahren dieses Zweiten Vatikanischen Konzils berief der heilige Papst Johannes Paul II. Eine Synode ein, um festzustellen, was sind die Früchte, die das Zweite Vatikanische Konzil für die Kirche gebracht hat. And also thank God for the great blessings the council has brought out. Und diese Versammlung haben sie auch einberufen, um Gott zu danken für die Resultate, die aus dem Konzil hervorgegangen sind. During that council, the Synod Fathers have requested that it is good to have a complete text, a book comprising the faith of the church, explaining the faith of the church, the teaching of the Und church. Während des Konzils waren sich die Teilnehmer einig darüber, dass es notwendig ist, dass die Kirche eine Zusammenfassung dessen in Händen haben soll, was den katholischen Glauben ausmacht. That is in the Synod after 20 years of the council. Das wurde in der Synode nach den 20 Jahren entschieden. And then it was decided to bring out a doctrinal text, a book which is called Catechism of Catholic Church. Und die Bischöfe und Kardinäle haben beschlossen, dass ein Lehrtext verfasst werden soll. Und dieser Lehrtext, das ist der Katechismus der katholischen Kirche. And this is the best teaching of the faith of the Holy Catholic Church. Und das ist die beste Lehre, die den Glaubensinhalt der katholischen Kirche zusammenfasst. And it is important that we learn this and come out strong in faith. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, damit wir dadurch gestärkt werden im Glauben. We also have many misunderstandings and the lack of awareness about our faith. Es gibt viele Missverständnisse und viele Mängel darüber, was der Inhalt unseres Glaubens ist. And all that thing can be cleared and we can grow stronger in faith. Und all diese Dinge müssen geklärt werden, damit wir im Glauben stärker werden. Even more than 20 years back, I have organized a Catechism School, Glaubensschule in Wien, where for one month. Vor 20 Jahren haben wir ein Seminar abgehalten über den Katechismus der katholischen Kirche hier in Österreich in der Nähe von Wien während 3 Wochen Zeit. No. 1 month, 4 weeks. Ah, Entschuldigung, während 4 Wochen. 4 Wochen Zeit haben wir uns genommen. And afterward there were 3 weeks program in which Andreas also was participating. That's why he remembered that. Und danach, nach diesen 4 Wochen, anschließend war ein Programm angeschlossen, das nochmals 3 Wochen gedauert hat und da war ich auch Teilnehmer.
So very many such programs we did, teaching catechism, and that why it is so beautiful experience for all of us. Also viele solcher Lehrveranstaltungen haben wir schon gemacht und das war für uns immer eine wunderbare Erfahrung. Now, so we are now beginning a complete series of teaching or learning the catechism from now onwards. Und von heute an wollen wir eine neue Lehrserie starten mit dem Inhalt des KKK. We had a session through live stream for India in Malayalam and also in English and also in French. In three languages we already done today. Wir haben diese Lehrserie schon abgehalten in drei Sprachen, in Englisch, in Malayalam und in French. Und in Französisch. Yes. Now the fourth one is for German speaking. Jetzt diese vierte Serie ist für die deutschsprachigen Länder. Now, beginning with the prologue of the catechism. Let us begin with the prologue in the catechism of the Catholic Church. Wir wollen beginnen mit dem Prolog des Katechismus. The prologue has got three beautiful scripture passages, beginning with John chapter 17:3. Der Prolog hat drei ist in drei Teile geteilt und er beginnt mit Johannes 17:3. It is the priestly prayer of Jesus. Das ist dieses priesterliche Gebet von Jesus. Which says, Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. And next is from 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Das nächste Wort ist vom 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3 und 4. It says, God, our Savior, desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Nein. And once again, that is 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ja, noch einmal, das ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Es ist uns Menschen... God, you can read from the Catechism, correct? Ja, Entschuldigung. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Yes. And the third sentence is from Acts of Apostles, chapter 4, 12, from the Catechism we read, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved than the name of Jesus. Und das dritte Wort ist entnommen aus Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. So these three scripture passages zusammenfassend together is giving a great meaning about what is our faith. Diese drei Schriftstellen aus der Bibel zusammengefasst geben uns eine ganz tiefe, große Bedeutung, was unser Glaube bedeutet. And so we go a little more in detail. The first part is, Jesus is explaining what his eternal life. Wir wollen einmal das näher betrachten. Das erste Wort, im ersten Wort will Jesus uns nahebringen, was ist ewiges Leben?
So when Jesus said, this is eternal life, that knowing the only true God and knowing Jesus Christ, whom you have sent. Jesus sagt, das ewige Leben ist, Jesus Christus zu erkennen und den zu erkennen, der Jesus gesandt hat. Now, knowing the only true God, the Father, knowing the only true God, that is God the Father. Den einzigen wahren Gott erkennen, das ist Gott Vater. And then knowing Jesus Christ, whom he sent. Und dann Jesus Christus erkennen, den, den der Vater gesandt hat. Yes, so this is a very interesting and important passage from the Bible. Das ist eine sehr wichtige Passage aus der Bibel. Because there is a common understanding in the study of the scripture that when we take one passage from one chapter, that whole meaning of the chapter is considered in that one passage. Es ist ein allgemeines Verständnis, wenn wir einen Teil, ein Schriftwort aus der Bibel lesen, dass wir das im ganzen Zusammenhang des ganzen Kapitels lesen, verstehen sollten. So, when Jesus said, this 17th chapter of John's Gospel is complete prayer of Jesus, priestly prayer, when he was about to depart before his passion. Das ganze 17. Kapitel des Johannesevangeliums sind die Abschiedsworte Jesu vor seiner Passion. And Jesus, when he said, this is eternal life, Father, knowing you and knowing Jesus Christ. So the concentration, he says, is a knowing, kennen. Wenn also Jesus spricht von Erkennen des Vaters und Erkennen von Jesu, dann ist die zentrale Aussage hier Erkennen, Kennenlernen. Yes. Now this knowing generally is a knowledge from the book or from the teaching, that is also knowing. Dieses Erkennen ist eine Lehre from the teaching. Eine Lehre. Dieses Erkennen ist auch gleichzeitig eine Lehre. But in another way, it is a relationship, like a husband and wife, like a bride and bridegroom. Ja, also zum einen ist es eine Lehre, ein Lehrverständnis. Auf der anderen Seite ist es auch eine Erfahrung, eine bräutliche Erfahrung, wie zwischen Braut und Bräutigam. So that is means the Father, Son and Holy Spirit, the most holy Trinity will enter into our life and we in the life of God. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen eintreten in unser Leben. And we in the life of God. Und wir nehmen automatisch auch teil am Leben Gottes. So this is not an easy thing to understand with our human ideas. Das ist für unser menschliches Erfassungsvermögen schwer zu verstehen. Because many people think eternal life is something we receive only after our death. Viele Leute glauben, dass das ewige Leben etwas ist, was wir erst empfangen nach dem Tod. It is not so. Instead, the moment when you are baptized the most holy Trinity already living in you and eternal life begins here. Das ist aber nicht so, denn das ewige Leben beginnt schon nach unserer Taufe.
And after that, you are growing with the Most Holy Trinity in love and in wisdom. Und nach der Taufe wachsen wir schon in dieses Leben Gottes hinein, in seine Liebe und in seine Weisheit. We can see in John chapter 17, verse 21, John chapter 17, 21, Jesus prays for the... Wir können nachlesen in Johannes 17, Vers 21, wherein Jesus says, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. Da sagt Jesus, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Sorry. That means it is a Einheit, it's a union between God and man. Das heißt, Jesus will eine Einheit zwischen Gott und Mensch. Father, that you are in me and I in you. It's a union between Father and Jesus. Vater, du in mir und ich in dir, ist eine Einheit zwischen Vater und Sohn. And he says, and they also may be in us, that the world may believe that you sent me. Und weiter sagt er, auch sie sollen in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Yes. So this is further in the last sentence of this chapter, verse 26, Jesus said, that the last word, the last sentence, that the love with which you loved me may be in them and I in them. Und im letzten Satz von diesem Kapitel hören wir, da sagt Jesus, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. The love with which you loved me is an uncreated love of God that is actually the Holy Spirit. Die Liebe, mit der du mich geliebt hast, ist eine unerschaffene Liebe und das ist tatsächlich der Heilige Geist. So through that, Jesus is telling, that love you may give to them and also I in them. Jesus bittet also den Vater, diese Liebe möge er uns geben, damit er in uns ist und wir in ihm. So eventually, Jesus is telling, Father, like you and me are one, the same way the world, the people and we must be one. Jesus bittet also den Vater, so wie er eins ist mit dem Vater, so will er auch, dass wir eins sind mit ihm. And Jesus said in John chapter 6, in John chapter 6, 54. Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Wer immer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Yes. Now again in 56 he says, almost the same thing, but in the last there is a little change. Und in Vers 56, da sagt er fast das Gleiche, nur am Schluss, da gibt es eine kleine Variante. 56. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Now we can see a beautiful comparison between these two sentences. The first is... Wir können hier diese beiden Sätze einmal miteinander vergleichen und entdecken
eine wunderbare Eigenheit. Whoever eats my flesh and drink my blood. That is the same thing is written in 56 also. Wer immer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und das that is the same. Yeah. In 54 and 56, you can see the word 54 and 56 is almost the same word. Und der Vers 54 und der Vers 56 ist fast das gleiche. That is, whoever eats my flesh and drink my blood has... that's it. And the last part in 54 says eternal life, in 55 says will remain in me and I in him. Also in 54 hören wir... You read that? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und in 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So the last part has eternal life. Here in the other sentence is equivalent to remain in me and remain in him. That is the spousal union. Also das ewige Leben und das Bleiben in mir, das ich bleibe, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, das ist beide mal das Gleiche und drückt dieses bräutliche Verhältnis aus. Yes. So that is what knowing, Father, this is eternal life, knowing you and knowing the one who sent me. Das ist Erkenntnis Christi. And so, this union of the most holy Trinity dwelling in us and we in the Trinity, this is the communion which every holy mass at the beginning and in many times we are proclaiming. Diese Einheit der göttlichen Dreifaltigkeit in uns und wir in dem dreifaltigen Gott, das ist die Erfahrung, die wir in jeder Eucharistiefeier machen. And that is what he says, you, if you remain in me, I in you. Und das erleben wir, wenn er sagt, ich bin in euch und ihr seid in mir. And that is why in every holy mass begins with the grace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of Holy Spirit be with you. Deswegen beginnt jede Messe mit dem Gebet, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. So this Gemeinschaft der Heilige Geist, that is the communion of Holy Spirit, is like God in us and we in God. Diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist anders ausgedrückt, wir in Gott und Gott in uns. Yes. Now, again, the next part in the prologue is how God's plan of salvation is. God's plan of salvation is to save every human being. Im zweiten Wort des Prologs erfahren wir, was ist der Plan Gottes? Gottes Plan ist, dass jeder Mensch gerettet werden soll. Yes. That Jesus has come to save all men, all human beings. Jesus ist gekommen, damit alle Menschen gerettet werden. And then, so accurately it is written, there is no other name under the heaven is given for the salvation of the mankind. Und am Ende lesen wir, es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. So, my dear friends, when we recognize this aspect of salvation
And now itself we are united with the Trinity, so the eternal life is in one way began already in us here, not only after death. Wenn wir diesen Aspekt der Heilsgeschichte betrachten, dann hat das ewige Leben ja schon begonnen in uns. Durch diese Einheit. Yes. Now, what is the reason why such a thing we experience is further detailed in the first paragraph? We will just go through a little bit of that. Was ist der Grund, dass wir diese Erfahrung machen können? Das erfahren wir hier im ersten Kapitel. That is the reason of our birth, why God created us. Das lesen wir hier auf der ersten Seite des Katechismus. Warum hat Gott uns erschaffen? The life of man, to know and love God. Gott hat dem Menschen das Leben gegeben, dass er Gott erkennt und ihn liebt. So the first sentence of the paragraph 1 says, God infinitely perfect and blessed in himself, in a plan of sheer goodness, freely created man to make him share in his own blessed life. Im ersten Satz vom ersten Paragraph lesen wir, Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. So this is a very important point, that make us share in God's own life. God created us. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er macht uns zu Teilhabern an seinem glückseligen Leben. Yes. And therefore, continuing, for this reason, at every time and in every place, God draws close to man. He calls man to seek him, to know him, to love him with all his strength. Und deswegen ist er dem Menschen jederzeit und überall nahe. Er ruft ihn und hilft ihm, ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn mit all seinen Kräften zu lieben. So here three very big principle is derived. Seek him, know him, love him. Hier sehen wir drei Prinzipien. Ihn suchen, ihn erkennen und ihn lieben. We can love God normally, but also we can know God in its full measure, and then our love will be much more experiential. Wir können Gott lieben, aber je mehr wir Gott erkennen, desto größer wird unsere Liebe werden. So that is the purpose of our life, why God created us. God created us to seek him, to know him, to love him. Und das ist der Grund, warum Gott uns das Leben geschenkt hat, damit wir ihn erkennen, ihn suchen und lieben. So, my dear friends, we want to conclude this session now here with this understanding, a discovery, a rediscovery about our life, that God created us to make us a sharer of God's life, and that is eternal life. Mit diesem Verständnis, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir teilhaben an seinem göttlichen Leben und dass das bereits schon das ewige Leben ist, damit wollen wir diesen Vortrag beenden. So let us seek him. Let us love him, let us seek him, let us know him and love him. Lasst uns ihn suchen, lasst uns ihn erkennen und lasst uns ihn lieben. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und
und alles wird neu. Thank you and God bless you. We will continue tomorrow. Ich danke euch, Gott segne euch und wir wollen morgen fortfahren. Thank you.